Ihr habt mich in letzter Zeit häufig nach meinem Loadout in Ghost Recon Breakpoint gefragt. Deshalb zeige ich euch in diesem Video sowohl meine Bewaffnung als auch mein Outfit. Beginnen wir mit der Bewaffnung. Als Primärwaffe nutze ich die 416 auf MK3 mit einem kurzen Lauf, dem erweiterten Sturmgewehrmagazin, dem Schalldämpfer, einem MALL-DA-Laser, der Digital-Zieloptik, dem CTR-SLK-Schaft, Auto-Einzelschussabzug und dem angewinkelten Kurzgriff Shift. Meine Seitenwaffe ist die USP Tactical auf MK3 mit dem Standardmagazin, einem Schalldämpfer und dem Adspial X3 Laser. Kommen wir zum Outfit. Haare und Gesicht ist eigentlich egal, genauso wie die Narbe, denn die sieht man in meinem Outfit sowieso nicht. Das einzige, was man sieht, ist die Gesichtsbemalung und dort nutze ich die Tarnfingerfarbe A. Als Helm nutze ich einen Helm Obscure Fast bedeckt in Multicam. Die Weste ist eine Cry AVS in Multicam. Handschuhe sind die 511 Tech A2 ohne besondere Farbe. Die Hose ist eine Helicon Tech CPU in Multicam. Und die Schuhe sind Ranger Stiefel ohne besondere Farbe. Das Headset ist ein Peltor Comtech in Coyote Braun. Die Brille ist eine Oakley SI Ballistic M-Frame 2.0 in Khaki. Der Rucksack ist ein Tactical Tailor Hydration Pack in Multicam. Als Oberteil nutze ich ein Helicon Tex CPU in Multicam. Die Maske ist eine Tarnsturmhaube in Coyote Brown. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, diese Tarnsturmhaube gäbe es nur für Echtgeld. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ich kann mich da auch irren. Der Aufnäher ist jedenfalls ein Ghost Recon Skull. Das Nachtsichtgerät ist das L3GP in ohne besondere Farbe. Und wenn du wissen willst, wo du dieses Nachtsichtgerät herbekommst, ich habe dazu auch ein Tutorial auf meinem Kanal. Als Nahkampfwaffe, die tausche ich auch immer mal wieder aus, benutze ich momentan eine gerade Klinge. Aber wie gesagt, die tausche ich ab und zu mal aus, weil das Einzige, was die Waffe, die Nahkampfwaffe ändert, ist die Takedown-Animation. Also von daher relativ egal.